mach das jetzt so lange, bis es runterfällt. Das könnte lange dauern. Okay, es wird nicht runterfallen. Hey Leute und willkommen zu meinem 58. YouTube-Video. In diesem Paket befindet sich etwas, was einige von euch immer wieder empfohlen haben. Langsam habe ich aber den Eindruck, ihr habt mir das nur empfohlen, damit ich mich darüber aufregen kann. Weil einige von euch haben ein verschmitztes Emoji dazu gepackt, wenn ihr gesagt habt, guckt ihr das an, probiert ihr aus. Und ich denke mir, oh. Leute, ihr kennt mich langsam gut. Oh. Okay, ein Kommentar war sogar, darüber wirst du dich bestimmt nicht aufregen. Holen wir sie jetzt erstmal raus. Wir haben hier zwei junge Damen. Hier steht Basic Colors, 24 Stück. Und da ist ein dicker kleiner Mops. Und auf der Rückseite haben wir Topmodel bei Depeche? 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 Depeche, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Topmodel Buntstifte-Set. Besonders weiche Mine mit hoher Farbbrillanz. Aha. Okay, wenn die das hier draufschreiben, dann habe ich eine hohe Erwartung jetzt. Okay, der Rest ist auf anderen Sprachen. Deutsch. Achtung, Erstickungsgefahr. Kleine Teile. Abweisung. Nee. Lesen. Anweisung vor Gebrauch lesen. Befolge. Hä, wieso kann ich denn nicht lesen? Nochmal von vorne. Achtung, Erstickungsgefahr. Kleine Teile. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und Nachschlage bereithalten. Ganz ruhig, das sind nur Stifte. Mein Gott, muss ich jetzt Angst haben? Hier sind also 24 Stück drin und ich habe 8 bis 10 Euro bezahlt, glaube ich. Auf Amazon habe ich die bestellt, die waren recht zügig da. Aber ich feiere die Verpackung nicht, die ist aus Plastik, das ist nicht so umweltfreundlich, muss ich sagen. Irgendwie recycelbare Pappe oder so oder Papier wäre besser gewesen. Haben wir auch selten, dass hier etwas in Plastik verpackt ist. Oh, schön, noch mehr Plastik. Weg damit. Ich hole die jetzt mal raus. So, was haben wir denn hier? Wir gucken uns jetzt mal einen Stift an. Wir nehmen mal keinen Schwarz, wir nehmen mal etwas Helles. Oh Gott, die Dinger blenden ja bis zum geht nicht mehr. Hier steht drauf Topmodel und wir haben hier auch eine kleine Farbbezeichnung. Sky heißt die Farbe wohl. Wir haben hier so ein Hologramm-Ding, so eine Figur und ein paar Sternchen. Hier steht noch was drauf, irgendeine Nummer, die ich leider echt schlecht erkennen kann. 6710 und ein B. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich glaube, das ist nicht für mich, das ist irgendwas anderes. Ich probiere jetzt mal schwarz und gelb aus. Eigentlich würde ich auch noch immer weiß mit ausprobieren, aber hier haben wir leider keinen weiß. Schlagzeug. Aber das ist nicht so schlimm. Wir probieren die beiden jetzt erstmal auf einem Blatt Papier aus, nur um zu gucken, wie gut die Farben sind. Schwarz muss halt ziemlich dunkel sein und gelb muss gut pigmentiert sein, damit ich Hoffnung habe, dass die anderen Stifte auch noch gut sind. Wir machen jetzt mal den Anspitztest. Bitte nicht abbrechen. Ist jetzt abgebrochen? Oh. Ist abgebrochen. Ich mach's einfach nochmal. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht. Das ist das Allerschlimmste. Ich habe lieber Stifte, die richtig schlecht sind, aber sich gut anspitzen lassen, als Stifte, die immer wieder abbrechen. So sieht das jetzt angespitzt aus. Ist es ganz okay. Die riechen kaum. Aber wenn, dann riechen die so nach Karton. Also nach Pappe oder so, nicht nach Holz. In Plastik verpackt, aber der Stift ist aus Pappe, oder wie? So nicht, Topmodel. So nicht. Jetzt habe ich hier Papier, wir probieren den jetzt mal aus. Ich mache mal erstmal ganz hell. Und dann mache ich ganz dunkel. Okay, das ist ja absolut nicht dunkel genug. Absolut nicht dunkel genug. Ich dachte, die wären so weich. Die sind gar nicht so weich, die sind voll hart. Und jetzt testen wir mal das Gelb an. Erst ganz hell, oh mein Gott. Und dann ganz dunkel. Ich sag noch nichts. Ich weiß es nicht. Ich finde die bis jetzt ein bisschen hart und auch nicht so hoch pigmentiert. Das ist kaum was. Das ist viel zu hell. Das ist ja grau und kein schwarz. Ich hole jetzt mal zum Vergleich einen schwarzen Polychromo und einen gelben Polychromo und probieren die direkt darunter mal aus, nur um den Unterschied zu sehen. Hier haben wir die beiden. Einmal schwarz, einmal gelb. Beides Polychromos. Ich gehe jetzt hier hin und probiere den mal aus. Mal in die andere Richtung. So. Und dann ganz dunkel. Seht ihr den Unterschied schon von den Schwarztönen allein? Ich habe hier so doll aufgedrückt, dass ich dachte, die Mine springt mir ins Gesicht. Aber es ist allerhöchstens grau. Also es ist unmöglich, hier ganz, ganz tief schwarz zu werden. Zum Beispiel, wenn man ein Auge zeichnet, die Pupille ganz, ganz schwarz zu machen. Das ist nicht so gut möglich mit dem. Aber hier seht ihr, es ist ganz, ganz schwarz. Es ist einfach hübscher. Und jetzt nehmen wir mal das Gelb. Wir fangen hier jetzt auch mal ganz hell an. Ich drücke gar nicht auf. Gar nicht. Und jetzt drücke ich auf. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe jetzt dasselbe Auge zweimal gezeichnet. Eins malig mit den Topmodel-Stiften und das andere malig mit den Stiften, mit denen ich gerne male. Also Polychromos, Carandage, die Marken. Fangen wir mal hiermit erstmal an. Wir radieren jetzt erstmal ein bisschen die Linien weg mit dem Knetradiergummi. Und jemand hat in den Kommentaren gefragt, wie man ein Knetradiergummi wieder sauber kriegt. Du knetest ihn einfach ein bisschen. Siehst du das hier? Das habe ich mit Bleistift gemacht. Und dann knetet man den so ein bisschen. Und dann ist das alles weg und er ist wieder wie neu. Jetzt radieren wir das mal.
Nur so ein bisschen, ganz leicht, dass ich die Linien noch erkennen kann, aber dass die nicht durch die Buntstifte so hervorstechen. Wir nehmen jetzt mal hier den Stift, der heißt Ton. Teint. Ton. Ton. Und grundieren das Ganze mal so ein bisschen. Was? Wartet, ich spitze sie mal vorher an. Nein, 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 das kann ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht angehen. Als ob der jetzt so ist. Als ob der jetzt so malt. Das ist es. Nein. Nein. Oh mein Gott. Doch, der malt so? Der ist so hart. So unnachgiebig. Der gibt absolut keine Farbe. Oh mein Gott. Hört ihr dieses Kratzen? Hört ihr dieses laute... Ich muss ja dagegen anschreien. Hört ihr dieses laute über das Papier kratzen und rascheln? Jetzt nehme ich mal diese Farbe. Das ist Salmon, also Lachsfarben. Nur damit ihr Bescheid wisst, das Auge kriegt Make-up. Also es ist... Oh. Habt ihr das gesehen? Ist einfach weggeflogen. Gefährlich. Ich habe doch gesagt, ich habe Angst, dass mir das ins Auge fliegt. Also das Auge wird geschminkt. Das wird ein geschminktes Auge. Ein Topmodel-Auge, wenn wir hier schon beim Thema sind. So, okay. Das ist jetzt okay. Warum... Sind die so? Die sind richtig, richtig hart. Und kaum hat man zwei Farben jetzt übereinander, sind die noch schlimmer als davor. So, wir brauchen ja jetzt eine Lidschattenfarbe. Ich würde sagen, wir nehmen so ein... Was ist das? Coco. Das ist Coco. Okay, wir nehmen das. Damit kriegt sie jetzt Lidschatten. So. Und hier unten auch. Also jetzt bei so einem dunklen Ton fällt mir das auf. Die hellen Farben sind tatsächlich sehr, sehr schlecht. Viel zu hart. Geben kaum Pigment aufs Papier ab. Aber jetzt bei dieser Farbe geht's. Also hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Und jetzt machen wir mal den Rest weiter im Timelapse. Ich bin jetzt fertig mit diesem einen Auge. Ich hol's mal ein bisschen hoch. So sieht das jetzt aus. Sie waren viel zu hart, haben total übers Papier gekratzt. Sie waren so laut. Ich habe beim Zeichnen ein YouTube-Video geguckt und die Stifte waren so laut, dass ich das YouTube-Video lauter schalten musste, damit ich überhaupt etwas verstehe. Das ist natürlich nicht so nice. Was mich noch gestört hat, ist, dass die kaum pigmentiert sind. Sie wirken sehr, sehr blass, sehr hell, was mir irgendwie nicht so gut gefällt. Außerdem macht das Zeichnen mit denen einfach keinen Spaß, gerade weil sie so laut sind, weil sie so hart sind, weil sie so unpigmentiert sind. Es macht einfach keinen Spaß, mit denen zu zeichnen. Ich schreibe jetzt hier mal drüber Topmodel. So, Topmodel. Flopmodel. Und damit wir einen guten Vergleich haben, zeichne ich genau dasselbe Bild. Jetzt nochmal mit Buntstiften, die ich mag. Also hier Karandasch und ein paar Polychromos. Ich spitze den jetzt erstmal an. Da sind zwei komplett unterschiedliche Welten, auch was das Anspitzen angeht. Das fühlt sich ganz smooth, ganz weich an. Alles ist gut. Super saubere Spitze. Alles in Ordnung. Ich radiere jetzt nochmal die Skizze weg. Vorsichtig. Es ist natürlich ein großer preislicher Unterschied von den Topmodel-Stiften zu den Polychromos oder zu den Karandasch-Stiften. Aber ich habe auch günstigere Stifte gesehen, mit denen man besser arbeiten kann. Zum Beispiel die Castle Art-Stifte oder so. Oder die Goldfarber, die sind auch nicht so teuer. Die Prismacolor, die sind auch nicht so teuer und sehr, sehr gut. Also die kann ich euch immer ans Herz legen. Aber zum Fazit kommen wir später noch. Und jetzt grundieren wir mal hier mit Beige-Rot von Faber-Castell. Oh ja, es ist so wunderbar. Man merkt tatsächlich den Unterschied ganz, ganz deutlich. Die sind ganz weich. Guck mal, wie viel Farbe jetzt schon auf dem Papier ist. Ich drücke absolut nicht auf. Es ist nur der eigene Druck vom Stift jetzt auf dem Papier. Ihr müsst ja jetzt auch nicht losgehen und euch ein Set holen von Faber-Castell oder von Karandasch für mehrere 100 Euro. Ihr könnt auch einfach erstmal in den Laden gehen und euch einen Stift holen und den mal ausprobieren, den mal vergleichen mit anderen Stiften, die ihr da habt. Und dann sehen, was das für ein Unterschied ist. Klar, diese Topmodel-Stifte sehen jetzt ganz süß aus, glitzern, haben was mit diesen Topmodel... Ich bin eigentlich überhaupt nicht in diesem Topmodel-Game. Ich habe keine Ahnung, was das... Ist das ein Cartoon? Was ist das? Ist das ein Zeichentrickfilm? Oder sind das nur diese Bücher? Gibt es da Charaktere, zu denen man irgendwie eine Verbindung aufbaut? Ich gehe da so voll ran wie so eine Lehrerin. Baut man eine Verbindung auf zu den Charakteren? Ich würde die wahrscheinlich, wenn ich ein Fan wäre, würde ich die wahrscheinlich einfach holen. Ich würde mir auch Harry Potter-Stifte holen, einfach nur, weil ich ein Fan bin und die dann
feiern, einfach nur, weil es Harry Potter ist. Auch wenn die Stifte schlecht sind. Vielleicht ist es ja das. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber, um das Ganze ein bisschen zu verblenden. Ich bin hier jetzt schon viel weiter, als ich da zum selben Zeitpunkt war. Auch wenn man jetzt am Ende vielleicht nicht so einen großen Unterschied sieht optisch, ist das Arbeiten mit diesen Stiften einfach viel, viel angenehmer. Wir sehen uns gleich, wenn das Auge fertig ist. Fertig. Ich mache nur noch ein paar Highlights. So. Und hier noch ein großes. Dann hier noch so ein paar. So. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch auf der Seite. Wie blass das erscheint hier. So und so. Hier auch. Hier oben. Hier lang. Hier drin. Hier haben wir jetzt die Unterschiede. Das ist das mit den Topmodels. Das ist Karandash und Polychromos gemischt. Also Karandash Luminance und Polychromos. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied erkennen, den ich sehe. Das hier sieht aus wie eine blasse irgendwie Kopie mit einem Drucker gemacht, wo schon die Farbe leer ist. Und hier sieht man halt, wie hoch pigmentiert die sind, wie tief das Schwarz ist, wie schön das Blau sein kann, wie man das Lid hier dunkler machen kann als hier, wie das Weiß dann heraussticht im Vergleich zu hier. Und ich war hier noch schneller als hier. Mein Fazit ist, ihr müsst euch nicht unbedingt so teure Stifte holen, damit ihr so zeichnen könnt. Es muss nicht sein. Ihr könnt euch einige teure holen, so zum Beispiel ein paar von den Polychromos und die kombinieren mit anderen Stiften, die günstig sind, zum Beispiel die Prismacolors, die Goldfarber, die Castle Art Stifte. Die sind alle gut und günstig. Ich würde euch aber echt nicht empfehlen, mit sowas zu zeichnen. Das bringt nichts. Es ist viel zu hell und pigmentiert. Es wird nicht lange halten. Das blasst wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen aus. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es wird sehr schnell noch blasser werden. Wenn ihr die euch jetzt holt, weil ihr ein Fan von dieser Topmodel-Geschichte seid, dann könnt ihr das gerne machen. Aber zum Zeichnen ist es echt nicht geeignet. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Und bevor ich es vergesse, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Stifte soll ich als nächstes ausprobieren. Bitte, bitte schreibt mir was Gutes in die Kommentare. Bitte nicht nochmal so etwas wie hier. Ich bin echt ein paar Mal sehr, sehr sauer geworden beim Zeichnen. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!